Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Wachgerüttelt. Schüttel dich einfach mit mir. Wir starten am Boden und kommen dann ganz langsam zum Stehen, um in den Tag zu starten oder in den übrigen Tag oder wann auch immer du dieses Workout mit mir machst. Auf jeden Fall komm in die Rückenlage. Falls du für deinen Kopf ein Kissen benötigst, hol dir eins und leg's dir drunter. Wenn du in der Rückenlage bist, ist das oft angenehmer. Oberschenkel fassen und langsam nach unten ablegen. Entspannt liegen bleiben. Du sollst wirklich ganz bequem liegen. Lass deine Schultern fallen. Du kannst auch den Kopf erst noch mal ganz leicht nach rechts und links bewegen. Dich wirklich fallen lassen auf den Boden. Und dann starten wir mit einem Bein, im einen Bein in Richtung Decke und schüttel einfach mal dein Fußgelenk, schüttel dein Kniegelenk, dein Hüftgelenk. Wirklich locker lassen, ausschütteln und rütteln. Kann das Blut auch in den Körper zurückfließen. Tut den Venen gut. Und du wirst dann gleich merken, wenn wir die Seiten vergleichen, wie angenehm sich das oder wie anders sich das anfühlt zur anderen Seite. Jetzt lass wieder los, stell deinen Fuß auf und vergleiche. Wie fühlt sich's an? Fühl oder spür auch in die Gelenke hinein. Fußgelenk, Knie, Hüftgelenk. Durchblutet, oder? Vielleicht fühlen sie sich freier an die Gelenke. Und dann machst du die andere Seite. Dräng wieder dran dein Fußgelenk und dein Kniegelenk und dein Hüftgelenk durchzuschütteln. Und was auch immer ist, es fällt immer eine Seite leichter als die andere. Also dieses Lockerlassen ist nicht mit jeder Seite gleich. Geht's dir auch so? Wenn es dir zu viel ist, machst du Pausen zwischendurch. Dann locker wieder auf oder stell wieder auf, locker aus. Spür nach. Hoffentlich fühlen sie sich jetzt wieder gleichmäßig an. Und dann nimmst du deine rechte Hand nach oben. Schüttelst dein Handgelenk, Ellbogen, Schulter auch mitnehmen. Ganz locker. Lösen, ablegen, nachspüren, vergleichen. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass die Hand tiefer liegt und der ganze Arm weiter in den Boden hineinsinkt, oder? Andere Seite. Wieder locker. Durch dieses Schütteln und Rütteln aktivieren wir alle Rezeptoren innerhalb der Faszien. Durchbluten die Muskulatur natürlich, bewegen die Gelenke. Wieder locker lassen, nachspüren. Ah, wieder gleich. Und dann versuchst du jetzt beide Hände, beide Beine, einfach alles zur Decke zu strecken und zu schütteln und zu rütteln. Wie ein Käfer. Dann lockere aus, stell nacheinander die Füße ab, leg die Arme ab und jetzt kannst du ein Bein nach unten rutschen lassen und das Knie nach außen. Wieder nach oben ziehen, also ganz locker runter, über außen wieder hoch. Wirklich locker lassen. Hüftgelenk mobilisieren.
Noch zweimal. Und aufgestellt halten, vergleichen. Dann die andere Seite nach unten und über die Seite wieder hoch. Ganz angenehm, oder? Noch zweimal. Und oben bleiben, entspannen, nachspüren. Jetzt ganz leicht dein Becken vom Boden abheben, Steißbein hebt vom Boden, muss gar nicht viel sein, einfach so ein bisschen, so dass du jetzt dein Becken hier oben ausschütteln kannst, auslockern kannst. Rechts, links bewegen, spür, wie du deinen unteren Rücken entspannst dabei. Dein Beckenboden, sag mal hoch, tief schütteln. Wirklich angenehm im unteren Rücken spüren. Mal nach rechts und dann hoch tief, mal nach links hoch tief. Dann langsam wieder ablegen und in den Rücken hineinspüren. Jetzt liegt der untere Rücken bestimmt völlig platt auf dem Boden, oder? Nimm die Beine und öffne sie breiter, das ist deine Matte. Lass die Knie nach rechts und nach links nacheinander Mitte, beide zur anderen Seite. Die Arme darfst du schon ausstrecken. Komm dann mit dieser Bewegung auf eine Seite, mal einfach rum, dreh dich mit und drück dich über die Seite nach oben. Lass dir Zeit, locker hier nochmal so ein bisschen durch. Drück die Schultern auch mal hoch, tief. Ich komme ein bisschen zurück zu dir. Richtig locker lassen. Wenn dein Kreislauf dabei ist, dann kommst du ein zweiter, und zwar stellst du einen Fuß auf, kommst auf beide Füße. Jetzt bleib noch mal hier, stütz dich ruhig erst auf, Bauch spannen und dann loslassen und deinen Oberkörper auslockern. Den Kopf schütteln, rechts und links. Richtig locker. Mach deinen Rücken ganz gerade, eine Hand stützt. Kannst jetzt so ein bisschen in eine Grätsche kommen und jetzt lässt du den Arm pendeln. Dazu kannst du mit den Füßen so eine kleine Bewegung machen. Der Arm pendelt vor, zurück oder auch mal kreisend. Hier locker lassen. Also nicht der Arm gibt die Bewegung vor, sondern dein Körper steuert die Bewegung des Armes. Der Rücken ist gerade jetzt. Kurz wieder auflösen, komme nach oben, vergleiche und dann die andere Seite natürlich auch noch. Gerade Rücken und wieder deinen Arm mit dem Oberkörper steuern, kreisen lassen, hin und her schwingen, wie auch immer, in alle Richtungen.
ganz langsam wieder nach oben kommen, aufrichten, nachspüren. Fühlen sich die Schultern an. Und dann kannst du jetzt noch ganz locker dein Bein aus der Hüfte schütteln. Und zwar weg von dir, einfach hier rausschütteln. Bleib so, du kannst sie auch gerne festhalten. Denn jetzt den Fuß, den du gerade schüttelst, das Bein ganz locker vor und zurück schwingen. Dann wieder zurückkommen, Bein aufstellen, einen Moment hineinspüren. Hast du auch das Gefühl, da tiefer zu stehen und mehr Körperwahrnehmung in dem Bein? Machen wir auch noch die Seite. Erstmal lockern, ausschütteln, Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk durchlockern. Wenn du so ein bisschen geschüttelt hast, dann schwingst du das Bein vor und zurück. Locker. Und wieder zurückkommen, entspannen. Nachspüren, hoffentlich wieder jetzt schön gleichmäßig aktiviert. Dann kannst du ruhig den ganzen Körper kurz lockern. Stell dich ruhig etwas breiter in die Grätsche, dann stehst du stabiler. Merkst du, dass du wacher bist? Aufgerichtet? Gut. Vielleicht hat dir das ein oder andere ganz besonders gut getan, dann mach's öfters. Und jetzt lässt du die Arme um den Körper schwingen und nimmst dein Bein mit, drehst ein, so richtig locker, von rechts nach links. Mitdrehen. Vielleicht kannst du lockerer lassen jetzt, wie das andere Mal, wo du diese Übung schon gemacht hast. Langsam einpendeln in der Mitte. Und nach dem ganzen Rütteln und Schütteln und Lockerlassen holen wir uns für einen Moment Stabilität. Das heißt, du streckst deine Knie, spannst deinen Bauch an, nimmst die Schultern tief, nimmst die Handflächen Richtung Decke und ziehst dich auf die Fußspitzen. Halte für einen Moment. Der Atem fließt. Atme aus, löse, entspanne, atme ein, lass locker, atme ein, nochmal aus, und ein letztes Mal einatmen und wenn du hier die Arme wieder öffnest, halte in der Aufrichtung und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Wenn du Lust hast auf mehr solche Videos, auf mehr Rütteln und Schütteln, dann gib einfach Schütteln, Gabi Fastner zum Beispiel in die Suchzeile von YouTube ein oder geh auf die Playlist Aktive Entspannung, Resilienz, Atmung. Da findest du auch noch mehr Videos zur Entspannung. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich auf Gefällt mir von dir und auf einen netten Kommentar. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Danke dir. Der Link dazu ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da kannst du draufklicken und dann kannst du mich mit, was es dir wert ist, 2,50 Euro, 15, 20 im Monat unterstützen. Kannst auch jederzeit wieder verändern. Abonniere meinen Kanal, empfehle mich gerne weiter, teile dieses Video oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.